ein. Also wir hören den typischen Sound des Motors. 1937 flog sie bereits mit über 600 km/h den Geschwindigkeitsweltrekord und war ab 1937 für die deutsche Luftwaffe der Standardjäger. Das Flugzeug wurde auch in verschiedenen Varianten gebaut, so wurde auch der Motor ständig geändert, getuned, bis zuletzt mit unfassbaren 30 Liter Hubraum und über 1170 PS. 1939 hat man dann die Zelle aerodynamisch noch einmal verfeinert und letztendlich hatte man dann eine Leistung von beinahe 1500 PS. In der Ursprungsvariante mit Rolls-Royce Triebwerken ausgestattet. Erst später hat man dann das deutsche Triebwerk dazu bekommen. Da war man, glaube ich, mit der Entwicklung noch ein bisschen hinterher. Die Entwicklungsphase, die dauerte noch an und somit konnte man also schon langsam weiterentwickeln und mehr Leistung aus den Motoren rausholen. Bis Ende des Zweiten Weltkrieges wurde ja unglaubliche 34.000 Stück produziert. Teilweise wurden sie auch im Ausland, wie auch in der damaligen GCCR, ab 1945 produziert. Diese Maschine, wie Roland schon erwähnt hat, im Besitz von ERDS. Diese Maschine, die wir hier sehen, wurde 1958 bei Hispano Aviation in Spanien mit der Seriennummer 139 ausgeliefert, war von 1958 bis 1965 bei der spanischen Luftwaffe im Einsatz, ausgemustert und 1965 wurde die Maschine verkauft nach England.